Kapdjuk liegt auf Rang 5. Also war gar nicht am Start. Sein Abstand 2 Meter auf die Bronzemedaille. Er versucht mit Dynamik wettzumachen, was ihm an Körpergröße und vor allen Dingen an Spannweite fehlt. Keine Verbesserung für den Weißrussen, damit bleibt er auf Rang 5. Also jetzt noch die letzten 4 Werfer. Hrivago, Tamat, Alekna und Forsikas. Und dann wissen wir, wer hier der Diskus-Olympiasieger werden wird. I'll be back.